Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute die große Vorausgabe für meinen Staffelbeginn Top 11. Am Sonntag sollte es ja eigentlich losgehen, aber da ich sensationell ins Champions League Final geschafft habe, werde ich das hier heute schon vorzeitig aufnehmen und mal schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das bringen, was euch ab Sonntag dann erwartet. Ich hoffe, es wird eine ganz spannende Partie werden. Ja, das Spiel hat jetzt angefangen. Schauen wir mal. Ja, der andere ist auch da. Der andere Manager gegen einen Albaner spielen heute. Ja, und ich habe nie damit gerechnet, dass ich hier ins Champions League Final komme. Das ist wirklich wie noch zum Zufall passiert. Ich habe das Halbfinal-Hinspiel noch mit 3:1 verloren. Da habe ich nie gedacht. Ja, und jetzt erstmal hier das 1:0. Aber ich habe nie gedacht, dass ich es ins Champions League Final überhaupt schaffe. Ich habe das Hinspiel 3:1 zu Hause verloren. Habe damit nie gerechnet, dass es dann doch noch klappt. Und im Rückspiel habe ich tatsächlich noch mit 4:1 nach Verlängerung gewonnen. Noch tatsächlich ins Finale geschafft. Also, da war ich sowas von überrascht. Also, jetzt stehe ich hier im Finale, wo ich jetzt 1:0 zurückliege leider. Naja, ist ja noch Zeit im Spiel. Oben links habe ich die Namen zugedeckt, um halt eine gewisse Privatsphäre zu schaffen. Ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm für euch. Wobei, eben habt ihr das, glaube ich, kurz mal gesehen gehabt. Da ist es weggerutscht. Aber jetzt erstmal hier der 1:0 Rückschlag. Ach Mann, jetzt habt ihr das wieder gesehen. Und ich habe mir auch was Besonderes ausgedacht. Hört einfach mal hin, wenn ein Tor für mich fällt. Da habe ich mir was ausgedacht. Lasst euch mal überraschen. Vielleicht kommt es jetzt hier nicht zum Tragen. Mal sehen. So, 32 Minuten gespielt jetzt hier. Statistik sagt alle einen Pluspunkt für den Gegner. Ballbesitz 52%, Schüsse 7:3, Schüsse aufs Tor 4:1. Momentan sind wir noch ein bisschen unterlegen hier im Spiel. Aber es hat ja noch Zeit, also. Jetzt keine Panik hier. Und ich glaube auch eben gesehen, dass der Gegner auch noch einen Fan dazu bekommen hat. Also nochmal ein Pluspunkt für ihn. Auch wenn ich das jetzt nicht gewinne. Ich glaube, ich stehe jetzt das dritte Mal schon in dem Champions League Finale und ich habe es bisher noch nie gewonnen. Jetzt habe ich gedacht, alle guten Dinge sind drei. Eben war es wahrscheinlich nicht so. Aber mal sehen, was noch geht hier heute. Jetzt ist erstmal Halbzeit gleich. Und steht 1:0. Für den Schenkitz FCB. So heißt er. Ja, was soll ich machen? Soll ich mal ein bisschen was Taktisches ändern? Wäre vielleicht sinnvoll, ein bisschen auf Offensive zu spielen. So, jetzt habe ich die Mentalität auf Offensiv ein bisschen umgestellt. Vielleicht geht ja noch was. Weil ich will auf euch auf jeden Fall das zeigen, was ich eben euch so angekündigt habe. Und blockiere den Schuss. Es bleibt beim 1:0. Jetzt ein Schuss aus über 25 Metern, aber auch keine Gefahr erstmal. Jetzt gibt es einen Kondor. Ich hoffe, dass der nicht vollendet will, weil dann sieht es sehr, sehr düster für uns aus. Und er geht ins Auslöcker. Jetzt habe ich kurz die Luft angehalten, ist aber nochmal durch gut gegangen. Ist nochmal gut gegangen am Ende.
Irgendwie, vielleicht gelingt jetzt irgendwie der Ausgleich zu meinen Seins. Ach, da war die Chance da. Schade. Wenn wir uns die Schüsse ansehen, sieht man deutlich, dass wir hier in dem Finale unterlegen sind. Schade eigentlich. Wenn ein Rückspiel vielleicht gegeben hätte, wäre da vielleicht noch was möglich gewesen. Naja. Also Sonntag, dann Staffelbeginn von mir, Top 11, dann beginnt die neue Saison. Alles auf vorne gestellt. Und hier, diese Saison verlief eindrucksvoll, erfolgreich für mich. Ich habe letztes Mal den Meistertitel klar gemacht, schon in der Liga vorzeitig. Ich habe bisher alle Spiele gewonnen. Wenn ihr mir das nicht glauben wollt, ich kann es euch gleich zeigen. Und auch in die Champions League ins Finale gekommen. Alter, im Pokal in der ersten Runde ausgeschieden, aber gut, auf den lege ich immer nicht viel Wert. So, es gibt eine gelbe Karte für den Spieler. Es gibt einen Freistoß für uns, aber keine Gefahr. Ja, so langsam wird es eng werden und so richtig die guten Spiele habe ich auch nicht mehr auf der Bank, die ich jetzt hier reinbringen könnte. Um dann nochmal ein bisschen für Gefahr zu sorgen. Es wird sehr, sehr eng. Und es gibt jetzt wieder die Konter-Chance für ihn. Und ich hoffe, dass das nicht das 2-0 wird. Aber die Spieler werde ich euch dann beim Staffelbeginn einzeln vorstellen. Ihr könnt ja selber sehen, wie sie heißen. Ich habe nur so eine Mülli-Kulli-Mannschaft, muss ich sagen. Also von jeder Nation ist mal einer dabei. Ich habe einen Deutschen drin, ich habe einen Kolumbianer drin. Und danke! Danke, dass es so gekommen ist. Jetzt habt ihr es gehört. Das ist ein brasilianischer Kommentator bei der WM 2002, der bei jedem Tor immer solche Emotionen gezeigt hat. Und mir hat das so gefallen, dass ich das jetzt hier mal mit ins Top 11 Video bei jedem Tor für mich einspielen werde. Also ich hoffe, das ist mal eine ganz gute Idee von mir. Und jetzt steht 1-1 und derzeit läuft alles auf eine Verlängerung hinaus, die ich natürlich vermeiden wollte. Aber das 1-1 haben wir erstmal erzielt. Und dann muss ich natürlich einen zweiten Part machen, das ist auch klar. Aber daraus wird nichts. Das ist das 2-1 in der 87. Minute. Leider, leider. Scheiße. Schade, schade. Der Traum ist wieder dahin. Und jetzt auch das 3-1. Das war's dann wohl. Schade. Schade, schade. Dass es jetzt am Ende doch noch so geendet hat, aber ich verliere damit auch das dritte Champions League-Finale, was ich jemals miterlebt habe. Scheiße. Scheiße, scheiße. Naja. Gut. Was wollte ich euch noch zeigen? Genau die Tabelle. Die Tabelle zeige ich euch auf jeden Fall auch noch mal. So, da seht ihr es. 75 Punkte, 25 Spiele, alles gewonnen. Was will man denn mehr, Leute? Und ich hoffe, dass ich euch auch ab Sonntag auch so eine Saison bieten kann. Das wäre so genial. Aber in Liga 10 wird es dann deutlich schwieriger werden, glaube ich. Aber erstmal abwarten. Vielleicht habe ich auch eine Champions League Erfolge vorzuweisen. Pokal ist für mich nicht so wichtig. Mal sehen. Also, wir sehen uns dann oder hören uns dann am Sonntag wieder. Top 11. Ich weiß nicht, zu welcher Uhrzeit ich dann. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich das Pokalspiel dann aufnehmen werde. Wir sehen uns, hören uns dann am Sonntag wieder. Ciao, Leute.